Ich bin der Flamur Schala. Wir haben den Mittwoch, 29. September 2021. Und sind bei der Aufgabe Nummer 9c. Ich mache jetzt hier noch am Vormittag ein bisschen mit Mathe weiter. Auch am Nachmittag, aber am Nachmittag werde ich wieder am Paper weiterarbeiten. Wir haben auch dort interessante Themen vor uns. Aber zuerst ein bisschen zum Aufwärmen der Mathe. Jetzt haben wir hier Aufgabe Nummer 9c. Aufgabe Nummer 9c, um was geht es da? Bei der Aufgabe Nummer 9c so soll folgendes Muster entstehen. Beziehungsweise, man soll viermal das x verwenden. Ja, beispielsweise. Fangen wir gerade viermal mit dem x an. Und es soll anschließend zweimal y angewendet werden. Ja. 4 mal x und 2 mal y. Was heißt das jetzt? 4 mal x, 2 mal y. Wir können das auch so aufgleisen, dass wir jetzt 1y immer um einen Schritt nach vorne kommen. Dann sieht das so aus. Ja, also, wir können das auch einkreisen, dass wir immer sehen, wo ist das y. Dann lassen wir das nochmal nach vorne kommen. Dann haben wir das y da und hier ein x. Wir können auch nur das y einzeichnen. Wir wissen ja, alles andere ist auch x. Das macht so, also, da sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Ja, das ist jetzt einmal die eine mögliche, also das sind einmal die ersten fünf Konstellationen. Und dann lassen wir das zweite Y laufen. Das erste, das bleibt oben, sozusagen, das wartet oben. Dann kommt das zweite Y rauf. Und das dritte Y rauf. Dann das vierte Y, also es kommt nochmal eins rauf. Und dann kommt das Y da noch nebendran. Und jetzt sehen wir, wir haben 5 und 4, 9 mögliche Konstellationen. Auch das stimmt anscheinend nicht. Ich muss da noch. Und warum stimmt das nicht? Ganz einfach. Wir könnten auch das Y zweimal in der Mitte haben. Ja. Also wir haben das eine hier unten fixiert, das Y. Dann haben wir fünf Konstellationen rausgeholt. Dann haben wir das eine hier oben fixiert. Dann haben wir nur noch vier Konstellationen. Warum? Weil wir das ganz unten nicht wiederholen dürfen. Also haben wir hier vier Konstellationen. Was sind andere mögliche Konstellationen? Wir können das Y auch hier oben fixieren. Aber auch dann, also hier einen dürfen wir es nicht mehr einstellen und hier oben einen auch nicht. Warum? Weil das wiederholt sich sonst. Also einen stellen wir es ja hier. Und einen haben wir es da. Heißt, somit, wir haben nachher nur noch drei Konstellationen. Und wenn das Y da ist, dann haben wir nur noch zwei Konstellationen. Und wenn es da einen ist, nur noch eine Konstellation. Eine mögliche Konstellation. Also 5 plus 4, das gibt 9, plus 3 gibt 12. Plus 2 gibt 14, plus 1 gibt 15 Konstellationen. Das ist die Lösung. Ich mache gerade nochmal eine Lektion zu dem, einfach, dass wir das nochmal sicher haben. Gut.